Ich darf gleich mal den ersten Referenten vorstellen. Dr. Friedrich Graf, Experte, was das Impfen angeht, langjährige Erfahrung. Und alles andere wird er Ihnen erzählen quasi. Danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind und wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag. Danke sehr. Einen schönen guten Morgen. Hören Sie mich überall? Ist die Akustik ausreichend bis in die letzte Reihe? Dann möchte ich Sie herzlich begrüßen zu einem in meinen Augen ekelhaften Thema. Denn Impfen macht immer krank. Das ist auch beabsichtigt, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Es geht ja darum, dass man darauf spekuliert, für gesunde Tage beim Krankwerden Schutz zu haben oder zu hoffen, dass er dann da ist. Ich möchte zunächst mich selber vorstellen. Ich bin ein fünfter Generation Arzt, ich bin sozusagen mit der Impfthematik aufgewachsen als Errungenschaft der Medizin. Seit 1978 Schwerpunkt Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinder. Habe 15 Jahre Hausgeburten begleitet, etwas, was heute immer schwieriger wird. Aber gesehen, wie Kinder aufwachsen können, wenn sie gute Startbedingungen haben. Das heißt, meine Entwicklung geht über die Weichenstellung vom Beginn an. Ich bin Kassenarzt seit 1983 niedergelassen, das heißt, ich bin jetzt so 31 Jahre in der Praxis und habe daraus persönliche Konsequenzen gezogen, aus, ich würde heute sagen, ethischen Gründen. Und das Ganze, was in der Schwangerschaft schon an Betreuung lief, und ich muss dazu sagen, dass meine therapeutische Ausrichtung die Homöopathie ist, bin ich dann aufgefordert oder gebeten worden, mit den geborenen Kindern das Gleiche fortzusetzen, was die Mütter schon erlebt hatten, auch in der Schwangerschaft. Ich habe selber 3 Kinder, 6 Enkel mittlerweile, der letzte ist gerade gekommen und 3 sind davon ungeimpft, das heißt, bei dem anderen weiß ich es nicht, weil mein Sohn ist Schulmediziner und der schweigt sich aus. Beziehungsweise ich darf den Begriff gar nicht mehr in den Mund nehmen. Das ist meine neueste Überarbeitung zu diesem Thema, die Impfentscheidung. Ich habe auch hier ein paar Flyer hingelegt von dem, was ich geschrieben habe. Aber das geht hier alles über den Verlag www.sprangsrade. Das ist ein Privatverlag, da wo ich nur meine eigenen Dinge schreibe, ohne mir da was vorschreiben zu lassen. Ansichten, Überlegungen, Informationen vor jeglicher Ausführung. Rückgängig machen kann man nichts. Wenn man sich darauf einlässt, ist es geschehen. Daher ist es mein Anliegen in der Praxis, Aufklärung schon in der Schwangerschaft herbeizuführen, damit die Eltern entschieden sind, wie sie damit umgehen, wenn das Kind da ist, weil dann wollen ja alle das Beste fürs Kind, aber es ist nicht alles das Beste. Die Impfdiskussion kann man von 3 Seiten angehen. Das ist die gängige, die beruht auf Statistik und ist eine Mengenuntersuchung und die hat erhebliche Schwächen, weil ja dabei auch Probleme verschleiert werden können und das sehen wir auch. Das ist mein Weg, der über die Homöopathie geht, weil da macht man Anamnesen von den Kranken, die kommen und studiert deren Entwicklungsbedingungen und das korreliere ich mit den Impfdaten und dann kriegt man eigentlich zu sehen, was da bei jedem Einzelnen passiert. Das ist natürlich dann alles unwissenschaftlich, genauso das ist unwissenschaftlich, weil das ist ja nur evidenzbasiert. Und das hier ist eigentlich der interessantere Aspekt. Man schaut sich mal an, was ist da eigentlich drin. Und das möchte ich Ihnen auch heute hier aufzeigen. Der Kalender ist dramatisch. Nicht? Er wächst und wächst und wächst. Immer unter dem Argument, die Kinder vertragen viel mehr, als wir da eigentlich impfen, weil sie im Alltag mehr Fremdes konfrontieren. Aber der entscheidende Unterschied ist, sie stecken es in den Mund und nicht in die Blutbahn. Das Spritzen ist der entscheidende Haken an der ganzen Geschichte. Ganz anders sieht das dann aus, wenn man orale Dinge macht, wie zum Beispiel die Rotavirusimpfung ist eine orale. Aber da stellt sich die ethische Frage, ob das sinnvoll ist, ein Kind mit 6 Wochen schon krank zu machen. Weil Krankmachung ist immer die Folge. Man muss unterscheiden zwischen Bakterien und Viren und zwischen lebenden und Totimpfstoff, weil
die Lebendimpfung sind echte Ansteckungen. Echte Ansteckung. Dazu zählt zum Beispiel auch die Maser-, Mumps-, Röteln-, Windpockenimpfung. Und dann kriegen sie Viren, die vermehren sich kaum, gelangen aber in die Nervenzellen, siedeln sich dort an und bleiben zeitlebens dort. So lief Masern früher nicht. Man hat es bekommen, man hat es durchgemacht und das Virus war überstanden. Und nur in ganz seltenen Fällen gab es Persistenz. Und diese Persistenz ist ein Problem unserer Zeit, nicht mit diesen Viren, aber mit anderen, zum Beispiel mit den Herpesviren. Wer von Ihnen kriegt Lippenherpes? Heben Sie mal den Arm. Ja, dann wissen Sie, wovon ich rede. Wie das Amen in der Kirche kommt er immer wieder. Ja, das ist Persistenz. Und Sie sind im Nervensystem und was Sie dort anrichten, können wir nicht kontrollieren. Und dann kommen die Totimpfstoffe mit verschiedenen Problemen. Besonders heikel ist dann diese Toxoidimpfung. Da impft man gegen Gifte, gegen Toxine, aber das funktioniert nicht, weil gegen Toxine braucht man Antitoxin. Aber das Antitoxin ist nicht das, was man impft. Und das führt dazu, dass diese beiden Impfungen völlig wertlos sind. Das sehen natürlich meine Kollegen anders, weil sie sich vor allen Dingen auf das Erregerparadigma beziehen. Erreger lösen Krankheit aus. Das stammt von Robert Koch. 1890, so die Zeit, hat er das formuliert. Keine Krankheit ohne Erreger. Wir wissen, dass das heute Unsinn ist. Wir haben so viel mit Allergiekranken zu tun und da können sie sich nicht anstecken. Aber Erreger sind das, was man heute noch favorisiert, weil die kann man bekämpfen. Da kann man von Ansteckung sprechen. Der böse Nachbar steckt sie an. Da kann man aber auch festhalten, dass wir krankmachende Keime haben, fakultativ, die können krank machen, aber auf der anderen Seite bilden sie ein Milieu, ein stabiles Verhältnis, zum Beispiel im Darm mit uns, sodass wir uns ohne die kein Leben vorstellen können. Wir brauchen sie. Sie stellen uns wichtige Dinge her, ohne Erreger sind wir wertlos. Man kann sich also entscheiden, Krieg gegen Erreger zu führen oder in einem friedlichen Miteinander überzugehen. Ich habe mich für die letztere Wahl entschieden. Denn hier haben wir ja das Antibiotikum, gerade bei den Bakterien, immer zu befürchten. Und Erreger lösen nicht zwingend Krankheit aus. Das ist eine Erfahrung, die machen Sie alle. Wenn ein epidemisches Geschehen durch Land geht, eine Grippe oder eine Durchfallerkrankung, dann nehmen nicht alle daran teil, obwohl sie Kontakt hatten. Und warum nehmen sie nicht daran teil? Weil sie einfach nicht bereit sind, daraus Krankheit zu machen, kann man schlichtweg sagen. Ihre Immunlage ist nicht disponiert dafür. Und das bietet einen anderen Ansatz, dass man also auch die Milieuverhältnisse bessern kann, stabilisieren kann und dadurch auch Erreger, die möglicherweise krank machen kann, auch in den Griff bekommen kann. Dann setzt man Symbionten ein. Immer mehr kennen Sie das vielleicht aus der Praxis, dass man so mit Darmkeimen arbeitet, ne? Das hat schon seinen sinnvollen Hintergrund. Wenn aber Erreger nicht zwingend Krankheiten auslösen, wie zum Beispiel Asthma, Neurodermitis und wie sie alle heißen, dann ist das Impfkonzept überholt, weil das richtet sich nur gegen Erreger. Zumindest so, wie Sie das konfrontieren im Alltag. Also Sie sind letztlich nicht Ursache von Krankheit, Erreger. Das wissen alle, die krank werden und sagen, sie haben jetzt Fieber und eine Grippe, dass zwar ein Virus möglicherweise sie erreicht hat, aber sie wissen, dass sie schlecht geschlafen haben, zu spät ins Bett gegangen sind, Ärger mit dem Chef hatten oder andere Bedingungen, die sie krank gemacht haben. Um es vielleicht auf einen einfachen Nenner zu bringen, Erreger brauchen Bedingungen, dass sie wachsen können. Und diese Bedingungen stellen wir ihnen, jeder von ihnen, bereit. Und dann kann ein Erreger sich natürlich vermehren. Und wenn er dann zum Fokus wird, dann nur, weil eine Therapie angeboten wird, die sich gegen den Erreger richtet. Die hat natürlich Schwächen, weil sie auch andere nützliche Keime uns beschädigt. Und damit kommen wir in ein chronisches Problem. Das heißt, es hat keine Nachhaltigkeit. Ich will nichts gegen Antibiotika sagen. Das sind fantastische Arzneien, wenn sie indiziert sind, wenn sie notwendig sind bei bedrohlichen Geschichten. Aber sie werden viel zu häufig angewendet. Und das liegt daran, dass durch Impfung das Immunsystem beeinträchtigt wird. Und dann kommen Krankheiten zustande, die wir dann entschiedener behandeln müssen. Erreger sind aber wirtschaftlich und politisch interessant, weil dann kann man die Dinge auf den Nenner bringen. Impfkonzept, Antibiotika, Pharmaka. Man kann Krieg führen.
mit diesen entsprechenden Antimitteln und durch Impfungen. Und übersieht dabei, dass wir ein ganzes Spektrum von anderen Angelegenheiten haben, gegen die wir dann eher noch schlechtere Karten haben, noch schlechtere Gelegenheiten. Also man kann auch anders vorgehen von Anfang an. Erreger haben eigentlich einen biologischen Sinn in der Evolution. Bakterien helfen uns bei unserer Selbstversorgung. Sie stellen eine Immunbarriere dar. Sie haben ein Stück weit auch Ernährungsaspekte, bestimmte Vitamine bilden sie. Und die meisten sind sowieso Opportunisten und die entscheiden sich entweder für die symbiontische Seite oder für die pathogenen Keime. Also das kann schnell kippen, dann haben sie Durchfall. Und wir haben Umwelterfahrung, die wir austauschen zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen, die ja auch alle Erreger in sich bergen. Und die Viren, das ist ein uraltes Prinzip der Evolution, Genmaterial schneller auszutauschen. Da liegt der biologische Sinn, dass wir also uns schneller adaptieren an Umweltveränderungen. Der Mensch rückt immer weiter in die Urwälder vor. Entsprechend müssen wir uns dann daran gewöhnen, dass da Fremdes uns herausfordert. Und bei den Pilzen können wir nicht in allen Fällen, aber generell für die, mit denen sie meistens zu tun haben, vom Mülleimern sprechen. Pilze helfen in der Natur, toxische Belastung zu ertragen. Wenn Pflanzen also von Pilzen befallen sind, dann haben sie eine Not. Und den Menschen geht es nicht anders. Diese Not jetzt wieder mit Antipilzmitteln zu behandeln, ist unsinnig, weil dann bleibt das Problem. Das sind eigentlich unsere Krankheiten, mit denen wir zu tun haben. Das ist die Gegenwartsseuche der unspezifischen Allergie. Über 50% der Kinder, kann man sagen, werden schon geboren mit dieser Neigung, allergisch krank zu werden. Und jedes dritte Kind hat bis zur Einschulung schon Neurodermitis-Erfahrung. Jedes zehnte Asthma und Darmerkrankung, Rheuma, Autoimmunerkrankung, die nehmen rasant zu. Polypen werden operiert bei kleinen Kindern. Früher war es der Blinddarm. Ich habe Chirurgie gelernt und konnte jeden Tag Blinddarm operieren. Das wird heute selten. Da hat sich viel geändert. Heute werden bei den Kindern Röhrchen in die Trommelfelle gelegt, weil sie ständige Paukenergüsse haben. Die Fettsucht kommt, das ist beileibe kein alleiniges Ernährungsproblem. Aber natürlich auch. Wir haben mit den aufmerksamkeitsgestörten, hyperaktiven Kindern zu tun, mit psychischen Veränderungen, mit Depressionen, mit Krebstod. Also gerade Krebs nimmt rasant zu und je älter ich werde und noch in der Praxis bin, umso mehr habe ich das Gefühl, ich kämpfe eigentlich dafür, dass Krebs unwahrscheinlicher wird. Und Impfungen haben mit Krebs zu tun. Das ist natürlich in schulmedizinischer Sichtweise alles unbeweisbar, aber das ist das, was wir in der Praxis sehen. Und wir haben hier Krankheiten, die überhaupt keine Erregerbedingungen haben. Die spielen keine Rolle, also haben sie auch keinen Nutzen bei diesen Krankheiten durch Impfung. Im Gegenteil, wir haben den Eindruck durch verschiedene Studien, dass uns gerade die Impfung das Problem beschert haben. Impfen macht krank. Also die Anamnese, das ist meine Umstimmung aus einer schulmedizinischen Familie in den eigenen Weg. Zu sehen, wie eine sonderbare Koinzidenz zustande kommt zwischen Krankheit und Daten von Ereignissen wie auch Impfungen. Und dann hat man anfangs Befürchtungen, dann fängt man an, immer später zu impfen in der Praxis und dann kommt irgendwann die Regelmäßigkeit, man sieht es immer wieder. Und dann zieht man irgendwann Konsequenzen, sagt Schluss, aus, ich mache nichts mehr. Und ich überblicke schon mehr als 10.000 Anamnesen. Also das ist ein Erfahrungsschatz, der natürlich die Bedenken erhärtet. Was sehen wir nach Impfung? Was ist so das Gängige, das Typische? Ich habe das häufigste und wichtigste rot hervorgehoben. Wir haben zwar mit Bagatellreaktionen am Injektionsort zu tun und das hat nichts mit irgendeine Immunaktivität zu tun, sondern es ist ein toxischer Effekt, dass lokal eine Entzündung entsteht. Denn Entzündung ist der Haupteffekt. Es entstehen Entzündungen. Entzündung ist ein chronisches Zeitdrama. Wir können auch Entzündungen kriegen durch Ernährung, wenn wir zu viel tierisches Eiweiß essen. Wir können Entzündungen kriegen auch durch Psychostress. Aber Impfungen machen das per se durch die Anwesenheit verschiedener Umstände in den Präparaten. Verschiedene Anteile. Fieber kann mal dabei sein, das ist noch gar nicht mal so schlecht, dann wehrt sich da jemand. Aber wir sehen, dass das Immunsystem provoziert wird mit Langzeitfolgen von
schweren chronischen Krankheitsthemen. Wir sehen, dass Organe stimuliert werden. Ich komme ja aus der Gynäkologie. Also wenn ich dann eine Patientin habe, die eine akute Zyste oder ein Myom hat, und dann frage ich ja, wann war denn das erste Mal das Wachstum festgestellt worden? Dann sagt sie mir einen Zeitraum, dann sage ich, zeigen Sie doch mal den Impfpass. Und dann merkt man, komisch, das fällt ja zusammen. Das ist kein Beweis, niemals, aber es ist eine fragwürdige Korrelation. Und wenn sich das so häufig einstellt, dann fängt man an, vorsichtiger zu werden. Wir sehen, dass Nervensubstanz beschädigt wird und deswegen werde ich hauptsächlich über die Inhaltsstoffe des Impfpräparates reden. Das ist hauptsächlich Aluminium. Wir kennen mittlerweile schon wieder eine unheimliche Aluminiumgiftigkeit. Und dann die erwähnte Viruspersistenz, dass sie eine echte Ansteckung erfahren und diese echte Ansteckung ist lebenslang. Die Viren bleiben. Und wir kennen das aus Masernzeiten, dass manche Fälle eine Krankheit entwickelten, wo diese Persistenz irgendwann zum Tode führte. Das heißt SSPE-Syndrom, das ist in den Medien auch ein paar Mal aufgetaucht. Wir sehen es heute aber viel häufiger nach den Impfungen. Und nicht nur nach der Masernimpfung, sondern auch nach der Gelbfieberimpfung, Windpocken, Röteln. Mein Fazit seit über 30 Jahren in der Praxis, keine Person in meinem Umkreis hatte es in 30 Jahren der Begleitung jemals bereut, ohne Impfung geblieben zu sein. Also Angst spielt eine große Rolle bei diesem Thema. Angst fängt schon in der Schwangerschaft an und Angst ist unter der Geburt und dann sind die Eltern schon bereit, aus Angst auch zu impfen. Sie haben es also nicht bereut, wenn sie den Mut hatten, darauf zu verzichten, aber viele haben es im Nachhinein bereut, dass sie es überhaupt gemacht haben. Und das ist immer wieder auch ein Kommentar, den ich den Eltern mitgebe, wenn sie in der Entscheidung stehen, sollen sie ihr Kind impfen oder nicht. Und dann kommen sie dann zu verschiedenen Untersuchungen, besonders die Untersuchung in einem Jahr, dann sagen die Eltern, ja, jetzt sollten wir dann nicht mal impfen jetzt langsam. Und dann frage ich, ja, wie geht es denn Ihrem Kind? Und dann sagen sie, ja gut, dann frage ich, wollen Sie das ändern? Und dann sagen sie, nein, natürlich nicht. Und dann sage ich, ja gut, dann machen wir so weiter. Und sie haben es nicht bereut. Zwischen 80% und 90% aller von Geburt an ungeimpften Personen in meiner Praxis, die von der Schwangerschaft Geburt an in meiner Betreuung blieben, haben noch nie eine Tablette genommen, schon gar nicht Antibiotika. Das ist nicht normal. Wir sehen heute eine kranke Normalität, dass das gerade passiert. Das heißt, das bedeutet aber auch, dass die Homöopathie gereicht hat, um sie bei ihren Krisen, ihnen zu helfen, diese zu überwinden. Ich habe hier unten mal ergänzt, was ich so an Arzneien ausgebe. Wir werden da budgetiert, wenn wir zu viel verordnen, müssen wir Strafe zahlen. Meine Kollegen geben im Durchschnitt 65.000 Euro pro Quartal aus und ich schaffe Schwierigkeiten, an 20.000 ranzukommen und jede kriegt von mir eine Hausapotheke. Die kostet schon über 100 Euro. Also das ist nicht nur kostengünstig, sondern auch gesünder. Nicht geimpfte Patienten haben leere Anamnesen, zeigen die optimale Entwicklung, sind nicht für Komplikationen gefährdet. Das kann man nicht hundertprozentig setzen, es gibt immer Krankheiten, aber in dem Ausmaß, wie wir heute damit zu tun haben, kann man behaupten, dass die Komplikationsrate eindeutig gen Null geht. Brauchen selten den Arzt, nehmen selten Medikamente, belasten am geringsten die Sozialsysteme und profitieren besonders von der Homöopathie und ihren eigenen Fähigkeiten. Und Homöopathie bedient nur die eigenen Fähigkeiten. Und es gibt auch eine Studie, die ist sogar hier in Salzburg geführt, von der Frau Contre, wo ist sie? Die haben wir vorhin begrüßt. Ne? Da werden Berichte von Ungeimpften hingeschickt. Sie sagt, das ermüdet langsam, aber vielleicht muss man es wieder aktivieren. Die berichten, was sie so durchgemacht haben. Und dann wird das in den Kontext gestellt zu dem, was krank normal ist. Und dann sieht man, wie krankhaft normal das ist. Ne? Dass das Krankheitspotenzial ein erheblich anderes ist als das, was wir beobachten. So, heutige Kinderärzte sehen also mehrheitlich die kranke Normalität geimpfter Kinder, auch schon von Schwangeren, die schon arzneilich übertherapiert wurden. Folsäure, Eisen, Jod, Magnesium, das sind alles Medikamente, die Schwangeren unberechtigt nehmen oder nur in seltenen Fällen brauchen. Homöopathen, und die orientieren sich an Statistik und an allgemeinen Empfehlungen von unseren Gesundheitseinrichtungen.
Und dann wird auch statistisch festgehalten, die haben 10 bis 12 Infekte pro Jahr von mindestens 14 Tage Dauer und das wird als normal deklariert, weil die Eltern beklagen sich, ihr Kind ist ja ständig krank. Entzündung, sagte ich, ist die Nummer 1. Ne? Entzündung der Schleimhäute, verstopfte Nase, Katarrhe, Mittelohrentzündung. Homöopathen pflegen die Selbstheilung, unterstützen sie und lassen das Kranke eher weg. Also wir streben eine gesunde Haltung an vom Beginn. Und meine ganze Literatur ist tituliert Gesunde Haltung von Kindern, Gesunde Haltung von Frauen. Das sind zwei große Bücher, die ich geschrieben habe, um das immer wieder zum Durchbruch zu bringen. Gesündere Kinder sehen Homöopathen, die durch zumutbares Training unter den günstigen Bedingungen der Gegenwart reifen. Und wir lassen alles Unnötige fort. Beziehen Sie uns auf die Fähigkeiten des Einzelnen. Das kann auch mal natürlich andere Wege gehen, aber das ist generell so der Schwerpunkt. Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich eine ganz andere Sicht als die der Kinderarzt, der sagt, ich habe da in der Klinik ein schwerkrankes, am Masern verstorbenes Kind gesehen und dann ist die Angst sofort im Raum. Und dann kann ich genauso gut das Gegenteil sagen. Ich habe da ein schwerkrankes, durch Impfschaden verändertes Kind gesehen und das ist dann auch gestorben. Wenn wir hier jetzt den Arzneiverbrauch zur Bevölkerung im Verhältnis setzen, dann haben wir hier den Bevölkerungsanteil der, sagen wir, Erstweltländer, die einen Wohlstand haben. Und hier die Schwellenländer und Entwicklungsländer. Und der Pharmaverbrauch, Sie sehen, wie radikal der sich an die Wohlhabenden wendet. Die Wohlhabenden konsumieren Medikamente. Die Impfungen sind für sie gemacht, weil sie Geld haben. Die Drittweltländer brauchen dann irgendwelche Spendenaktionen, aber der Schaden ist dann natürlich auch genauso zu beobachten. Warum sind denn Impfungen gefährlich? Impfungen sind gefährlich, weil sie gespritzt werden. Selbst körperverträgliche Substanzen können zu Autoimmunerkrankungen führen, wenn sie gespritzt werden. Weil alles ankommt, was drin ist. Über den Magen-Darm-Trakt selektiert der Organismus. Aluminium, wenn Sie es oral aufnehmen, wird nur zu 0,3% resorbiert. Wenn es gespritzt wird, ist alles da. Weil wir ein hochdifferenziertes Immunsystem haben. Impfungen sind der Elefant im Porzellanladen. Recht radikal und rücksichtslos. Weil Adjuvantien drin sind, die Sie nie diskutieren in der Praxis. Denn die wollen Sie eigentlich gar nicht haben. Zusatzstoffe, die aber die Hersteller benötigen. Weil Wiederholungen gemacht werden. Wenn man das Gleiche wiederholt, dann spricht man von Auffrischung. Das klingt so wie Frühlingserwachen. Heißt im Fachbegriff Boosterung. Aber das ist nichts anderes als Allergisierung. Das heißt, sie werden überempfindlicher. Man möchte das bezüglich dem Fremdstoff, der mit dem Erreger zu tun hat, sinnvollerweise erreichen, dass man noch abwehrbereiter wird. Aber alle Zusatzstoffe werden allergisiert, wenn sie denn allergieauslösende Qualität haben. Und dann muss man sich anschauen, was drin ist, ob da was drin ist, was Allergien machen kann. Und das ist haufenweise drin. Wir haben Todesfälle nach Impfung, unerklärliche. Die werden zwar mit Statistik wegdiskutiert, aber wir haben eine Melderate nur von 5%. Wenn Sie also von irgendeinem Impfschaden hören, dann können Sie den gleich mal 20 nehmen, dann haben Sie ungefähr den Eindruck, wie die Realität ist. Und dann ist ein gestorbenes Kind schon gleich eine ganz unheimliche Vision. Man kann die auch nachsehen. Man kann zum Beispiel im Internet ins Paul-Ehrlich-Institut gehen und da sind dann die Todesfälle aufgelistet, die man durch Meldung in die Nähe der Impfung sieht, weil sie in der ersten Lebenswoche passieren. Aber es ist wissenschaftlich nicht gesichert, sagen die dann, und deswegen wird es abgelehnt, dass gestorben wird nach Impfung. Und mit Impfung werden Geschäfte gemacht. Und das ist fatal, wenn in der Medizin mit Therapeutikas Geschäfte gemacht werden. Dann kommt ein anderer Geist rein. Ein merkantiler Geist und der ist menschenfeindlich, weil natürlich der Umsatz da im Auge behalten wird. Und wie funktionieren wir? Wir haben eben ultrafeine Signale, die wir in der Nervensteuerung beobachten, die völlig unstofflich sind und die dann in die Peripherie hin immer materieller werden, indem sie Veränderungen sehen in ihrem Organismus, dass es Stoffwechselprozesse gibt. Wir haben ein lebenslanges Lernprogramm, mit dem wir von Geburt an sehr sinnvoll Fähigkeiten aufbauen können. Dann haben wir eine Hierarchie im Nervensystem und die hat damit zu tun, dass
das Nervensystem irreparabel ist. Wenn Sie das Nervensystem beschädigen, dann ist die Regenerationsfähigkeit erheblich dezimiert. Ein Knochen heilt zusammen, eine Wunde schließt sich, aber ist ein Nervengewebe beschädigt, dann ist der Schaden meist lebenslang. Und wenn Sie wissen, dass ca. 90% der Inhaltsstoffe in dem Impfpräparat nervenschädlich sind, dann sollten eigentlich Alarmglocken läuten. Dann haben wir eine Koexistenz mit Erregern, indem wir in ein Gleichgewichtssystem, was wir als Gesundheit bezeichnen, wenn wir uns wohlfühlen und frei von Beschwerden sind, ist eine platzierte Maßnahme wie die Injektion eines Impfpräparates ein destabilisierender Faktor. Deswegen macht er grundsätzlich auch krank. Und wir haben eine individuelle Integrität, dass wir besagen, dass wir auch Barrieren haben. Das fängt schon mit der Magen-Darm-Barriere an, dann die Zellbarriere und dann auch die Blut-Hirn-Schranke, die verhindert, dass irgendein Banalinfekt, den wir in der Kindheit oder auch als Erwachsene haben, gleich ins Nervensystem geht. Jede Virusinfektion kann eine Gehirnentzündung machen, aber das tut sie selten. Bakterien noch seltener, es wäre ja auch schrecklich, weil die häufigsten bakteriellen Hirnhautentzündungen kommen im ersten Lebensjahr vor. Aber wenn die Blut-Hirn-Schranke verletzt wird, dann wächst dieses Risiko. Und solange ich Praxis mache und solange ich kleine Kinder von Geburt an betreue, habe ich keine einzige Hirnhautentzündung in der Praxis gehabt, auf bakterieller Basis. Das schließt nicht aus, dass ich mal irgendwann eine zu sehen bekomme, weil so oft sind sie zum Glück nicht, aber das ist was Schreckliches. Zunächst über den Potenzierungseffekt. Was ist der Potenzierungseffekt? Etwas, was wir verdrängen. Das war im Jahr 2000, da haben Toxikologen gesagt, es gibt 15 Millionen Schadstoffe auf unserer Erde, von denen wir keine Ahnung haben, die aber nicht hier waren, als die Erde geschaffen wurde, die also die Chemie gebracht hat. 2000 kommen täglich hinzu, durch die ganzen Labore weltweit. Nur 5% sind untersucht und nur 5% sind bekannt und 0,5% untersucht, weil man 7 Jahre Zeitaufwand braucht, um die Effekte auf biologische Organismen zu studieren. Und ich habe ein Institut entdeckt, in Ohio ist das, in den USA, die zählen diese toxischen Einflüsse auf die Menschheit, diese Substanzen, das waren 15 Millionen im Jahr 2000. Sie sehen, 2009 waren schon 50 Millionen und täglich kommen 30.000 hinzu. Das ist zunächst mal sehr beunruhigend. Und Toxikologen sagen, wir können eine Substanz gut untersuchen mit 7 Jahre Zeitaufwand. Die Interaktion von 2 Substanzen wird schwierig und bei der zeitgleichen Einwirkung von 3 Substanzen besteht Blindheit. Schauen Sie mal in die Tablettenschachtel Ihrer Großeltern. Das ist eigentlich schon Realität, allein von der Medizin her. Und nun hat man mit Ratten eine Untersuchung gemacht und hat die tödliche Dosis ermittelt, die eine Fremdsubstanz bei einem Kollektiv von 100 Ratten macht. Man kann dann so lange die Dosis steigern, egal ob es was Giftiges oder Ungiftiges ist. Das kann man auch mit Lebensmitteln, mit Sonnenstrahlen, mit allem möglich machen. Man muss nur so lange die Dosis steigern, bis eine von 100 Ratten stirbt. Und dann hat man die tödliche Dosis 1. Wenn man jetzt aber die tödliche Dosis 1 von einer Substanz ermittelt und die mit einer anderen, ich habe hier 2 Schwermetalle als Beispiel angegeben, dann ist in der Natur nicht 1 plus 1, 2, sondern 100, alle Ratten sterben. Und das ist unsere Realität, dass wir diesem Effekt täglich ausgesetzt sind. Und wenn irgendwo ein Schadstoff entdeckt wird, zum Beispiel im Impfpräparat oder in Lebensmitteln, dann heißt es, ach, er ist so niedrig dosiert, er macht dem Menschen nichts. Unsinn. Unsere biologische Realität ist eine ganz andere. Man hat zum Beispiel Lachse, die sehr empfindlich sind, in einem Fluss in den USA, gefunden mit 2 verschiedenen Nervengiften kamen sie in Kontakt. Beide greifen Nervenzellen an, beide Substanzen waren weit unter Grenzwerten. Aber die Lachspopulation ging ein und schließlich hat man das Baden da verboten und musste nüchtern resümieren, die Kombination zeigt eine höhere Giftigkeit, als von der Einzelsubstanz zu erwarten wäre. Oder man nennt es auch Cocktail-Effekt. Man hat im Europaparlament eine Sitzung abgehalten, um der Frage nachzugehen, warum nimmt der Brustkrebs bei Frauen zu? Warum nimmt er so dramatisch zu? Und da hat man hier einen Toxikologen aus London geholt und der hat darüber einen Vortrag gehalten, über diesen Cocktail-Effekt.
dass östrogenartige Wirkungen, die von Pestiziden und Herbiziden und von Weichmachern und so weiter ausgehen, die sie im täglichen Leben konsumieren und auch Kosmetikas, im Labor untersucht harmlose Einzelsubstanz waren, aber sich in der Kombination auf einmal unheimlich toxisch zeichneten. Das ist eine reelle Bedrohung, die wir so ausblenden. Also muss man Minimierung von Fremdeinwirkungen anstreben. Und der bedenklichste Effekt, der den Potenzierungseffekt steigert, sind die Impfungen. Weil sie kommen an und sie stimulieren den Organismus. Das sind die Antigene, das sind die Fremdsubstanzen von den Erregern, die man eigentlich beabsichtigt sind. Da sind Antibiotika drin, da sind Aluminiumionen drin, die obligat giftig sind. Es gibt überhaupt keine Ungiftigkeit von Aluminium. Squalen, Nanobotulinum, Formaldehyd, Phenol. Bis 2000 war Quecksilber drin, bei der Schweinegrippenimpfung war es wieder drin. Also wir werden da reichlich versorgt und es kommt an. Über Magen-Darm haben Sie noch eine andere Möglichkeit. Das heißt, der Potenzierungseffekt wird zum Handicap für die Immunreifung. Harmlose Erkrankungen verlaufen schwerer, die Ausgangssituation wird belasteter, daher nehmen Komplikationen zu. Wir sehen, dass mehr Pharmatherapie notwendig wird danach, weil diese entgleisender reagieren. Dauererkrankungen etablieren sich im Schleimhautbereich, ständig ist die Nase verstopft, ständig läuft der Rotz oder die Bronchien oder die Ohren melden sich. Die Allergisierungsrate steigt und schließlich auch die Krebsrate. Das ist einmal, dass wir da in einen sogenannten oxidativen Stress münden. Das ist ein Sauerstoffverbrauch durch chronische Entzündung und das ist eine Wurzel für Krebsentwicklung. Und zum Zweiten ist mir in der Praxis aufgefallen, dass gerade ältere Menschen, die unter Medikamenten stehen, das waren damals vor allem im gynäkologischen Bereich die Hormone, und wieder ins Berufsleben eintraten, mittlerweile aber zum Beispiel in der Klinik Hepatitis geimpft werden und ein paar Wochen später war der Brustkrebs da oder irgendein Tumor. Und wir wissen, dass Tumore schlafen können. Und Impfungen sind Wegmittel für Tumore. Das ist besonders fatal, wenn man dann versucht, alte Menschen zu impfen, die also einen Tumor möglicherweise haben, mit dem sie alt werden können, der sie nicht umbringt. Es gibt also ein Haustierkrebs und ein Wildtierkrebs. Und die im Alter kommen, die sind meistens harmlos. Aluminium, schon ein paar Mal angesprochen. Seit 1892 wird das aus Silikaten freigesetzt. Das ist der natürliche Verbindungspartner, der Aluminium beruhigt und nicht loslässt, also festbindet. Das heißt, vorher gab es keine Aluminiumtoxikologie, weil das überhaupt nicht relevant war. Das war auch nicht für die Evolution von Bedeutung. Und Aluminium, wissen Sie ja mittlerweile, warum man das fördert, nicht? Weil es so ein fantastisches Material ist. Leicht, spritsparend, korrosionsfest. Nicht? Also es gibt viel Verwendung in der Industrie und aber auch im häuslichen Bereich von Aluminium. Und ich hoffe, Sie eliminieren es nach diesem Vortrag. Aluminium ist ionisiert gefährlich. Das heißt, wenn es elektrisch geladen wird, und zwar wenn es aus einer stabilen Verbindung rausgerissen wird mit hohem Energieaufwand. Oder wenn Sie es in Kontakt bringen mit Säure, das fängt aber schon pH-Wert unter 7,4 an. Und im Leitungswasser kann der vorliegen, dieser pH-Wert. Und dann hat man in großen Studien festgestellt, dass dann der Alzheimer zunimmt, weil Aluminium lagert sich im Nervensystem ab. Auch der saure Regen und das Waldsterben sind aluminiumbedingt, das weiß man schon lange, weil der saure Regen ionisiert Aluminium im Boden und diese toxische Substanz greift die Wurzelfasern an und dann stirbt der Baum. Medizinisch ist das Zeug obligat giftig. Warum? Alles das ist bei Menschen giftig, was ionisiert, Verbindungspartner nicht mehr loslässt, die sie also zu festhält. Das macht Fluor, das macht Barium, Arsen, das macht auch Aluminium. Und dann blockieren sie den Stoffwechsel. Denn der läuft ja über ständige Verbindungswechsel im wässrigen Milieu. Über den Darm nehmen wir es zu 0,3% auf, über die Impfung zu 100%. Und es sammelt sich schließlich im Nervensystem an. Und es ist obligat nerventoxisch
Und diese Vergiftungen sind schon lange bekannt. 1951 hat man bei Affen chronische Epilepsie ausgelöst. 1989 hat man bei Nierenpatienten, die auf Dialyse angewiesen sind, eine ziemlich rasch sich entwickelnde Gehirnerkrankung wie Alzheimer oder wie Demenz gesehen, schon nach 7 Jahren, weil man denen Aluminium gegeben hat, um Phosphate auszuscheiden. Dann hat man in England eine große Studie gemacht im Trinkwasser. Je mehr Aluminium, desto mehr Alzheimer. Und das hat man in anderen Ländern reproduziert. Das waren die Dialysepatienten, das war Aluminium macht eine chronische Vergiftung, selten eine akute. Aber einmal hat man eine akute gesehen, als man in England aluminiumhaltiges Knochenzement bei Kopfoperationen verwendet hat. Und das hat eine unvermittelte Dramatik ausgelöst, weil das Hirnwasser direkt mit Aluminium in Kontakt kam. Dann gab es epileptische Anfälle, Koma und Todesfälle. Und dann gab es eine Impfstudie in Afrika, in Guinea-Bissau, ein Land so groß wie das Saarland in Deutschland. Da hat man 15.000 Frauen mit ihren Kindern untersucht, wie sie auf die Vierfachimpfung, die damals auch bei uns gegeben wurde, reagieren und verglichen mit ungeimpften Kollektiv. Das ist eine der seltenen Studien, wo auch Ungeimpfte verglichen wurde. Und dann hat man mit Schrecken festgestellt, es verdoppelte sich fast die Sterberate. Und dann hat man Alarm geschlagen und hat gesagt, ja, aber hier in Europa haben wir andere Verhältnisse. Hier wird eben nicht so schnell gestorben, aber auch. Warum ist es überhaupt im Impfpräparat drin, wenn man weiß, dass das so giftig ist? Weil es gibt eine Verpflichtung der Firmen, Antikörperbildung nachzuweisen. Dass also der Impfling Antikörper bildet. Und das nimmt man als Beweis, dass er eine Abwehr entwickelt. Und das ist eine Täuschung. Das sagt gar nichts aus. Das sagt nur aus, dass sie Kontakt hatten mit so etwas. Aber dass sie Schutz haben, sagt das nicht aus. Oder dass sie viel oder wenig Schutz haben. Denn das ist ja auch ein Labortest, dieser Antikörpertest. Bei allen Totimpfstoffen oder fast allen Totimpfstoffen ohne Aluminiumzusatz, besonders bei der Tetanusimpfung, kann man den Nachweis nicht führen. Es bilden sich keine Antikörper. Was ja logisch ist, weil gegen Gifte können wir nicht impfen. Und das ist eine Toxinimpfung, die Tetanusimpfung, können Sie also darauf verzichten. Aluminium wird daher als Impfverstärkerindustrie benannt, aber es ist ein Laboreffekt, es ist ein Täuschungseffekt. Denn ohne Aluminium ist der Nachweis nicht zu führen oder schwer zu führen. Und für die Firmen ist das notwendig, um die Zulassung zu bekommen. Die müssen nicht nachweisen, dass die Krankheit weniger wird. Aluminium bindet fest und das ist das Toxische. Bevorzugt zum Beispiel Phosphate. Und die Phosphate haben wir in der Erbsubstanz um Energiemolekülen. Und entsprechende Hemmungen sehen wir da. Der häufigste Effekt, schwere Effekt von Impfschäden bei Kindern ist die Narkolepsie. Die schlafen einfach ein und entwickeln sich nicht mehr. Und das führt man zurück auf Neurotransmitter-Defekte. Und das ist ohne weiteres mit auf Aluminium zurückführbar. Oder dass es Signalmoleküle in ihrer Funktion blockiert und dann haben wir im Endeffekt Hyperaktivität, was wir ja gut kennen von den Schülern. Also neurotoxisch, nervengiftig, Einfluss auf über 200 biologische Abläufe, blockieren Sie diese Dinge hier. Also die Nervenleitung, Neurotransmittersynthese, Synapsenübermittlung, bindet sich an DNS und RNS, unsere Erbsubstanz. Also das sind schon unheimliche Dinge. Und ein Amerikaner hat 2010 nachgewiesen, dass die Aluminiumionen bereits im Nanobereich, 10 hoch minus 9 Gramm, genügen, um die Vermehrung von Nervenzellen zu blockieren. Die wir aber brauchen, um zum Beispiel Neurotransmitter zu entwickeln. Die Folgen sind also Störung der Bildung von Neurotransmittern und von Übertragungsmolekülen an den Synapsen. Das ist ein typisches Problem der ADS-Kinder, aber auch der Narkolepsie. Und in einer Impfung mit 3 Monaten, die Sechsfachimpfung und Pneumokokkenimpfung, ist 1 Milligramm Aluminiumphosphat da, was das Kind dann mehrfach kriegt im ersten Lebensjahr. Und das ist 100.000-fach mehr. Man kann mir eigentlich keiner erzählen, dass das harmlos ist. Die Giftigkeit greift auch die Blut-Hirn-Schranke an. Aluminium greift die Blut-Hirn-Schranke an. Ich will das jetzt nicht alles mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten hier ableiten, aber der Endeffekt ist, dass es Gehirnentzündungen begünstigt werden und da wollen wir das ja gar nicht haben.
dass banale Infekte gleich ans Gehirn gehen, dann dass Krampfanfälle zustande kommen, Müdigkeiten und Entzündungen auch im Muskel und Nerven auftreten. Da gäbe es noch viel zu sagen. Hier sehen Sie eine Untersuchung mit Keimen, Bakterien und anderen bakteriellen Erscheinungen, die Hirnhautentzündung machen, die bei Kindern nicht vorkommen soll, weil die ist unangenehm. Lässt sich zwar antibiotisch behandeln, aber es bleiben meist Folgen. Und Sie sehen, der Gipfel ist am höchsten im ersten Lebensjahr. 3-mal Aluminium und man kann schnell dabei sein. Und dann lässt das immer mehr nach. Also das Zeug ist nervengiftig, sammelt sich an im Gehirn. Es beschädigt auch unser Knochenwachstum. Das erklärt wiederum, warum so viel Vitamin D gegeben wird und sogar Fluor. Dann will man das kompensieren. Es schädigt unser Immunsystem, vor allem das Langzeitgedächtnis, das T-Lymphsystem. Das brauchen wir gegen Krebs, gegen Neurodermitis. Es schädigt das Blut. Es gibt dann Eisenmangel, Anämien, obwohl Eisen gegeben wird und nicht aufgenommen wird. Und dann stellt man fest, dass die Transport- und Speicherproteine von Eisen durch Aluminium besetzt sind. Man hat die sogar schon im Nervensystem gefunden. In einem Mäuseversuch kann man durch die gemeinsame Verabreichung von Aluminium ionisiert plus Nahrungsmittel jede Nahrungsallergie auslösen. Das ist ein Tierversuch. Aber da sollte einem eigentlich Warnung genug sein. Squalen. Die Impfindustrie sucht andere Wirkverstärker. Squalen ist eigentlich eine natürliche Substanz, die hat man beim Haifisch gefunden, daher hat sie diesen Namen, die bei uns vorkommt, natürliches Vorkommen im menschlichen Stoffwechsel. Man nennt es einen Immunverstärker, aber injiziert, das ist ein Versuch mit Ratten, reicht schon eine Injektion, um eine Autoimmunreaktion auszulösen. Autoimmunreaktion heißt, dass Sie Diabetes 1 kriegen können, Lupus erythematodes oder Morbus Hashimoto oder Basedow oder diese Erkrankung, die man dann lebenslang behält. Squalen war in allen Schweinegrippenimpfstoffen drin. Ist sogar von den Amerikanern benutzt worden, um eine Milzbrandimpfung im Irak für die Soldaten zu geben. Und die Folge war ein Golfkriegssyndrom mit der Häufung von allen möglichen Nervenkrankheiten. Auch diese hier ist eine chronische amyotrophe Lateralsklerose. Das ist so wie eine andere unangenehme chronische Beschädigung des Nervensystems. Und dieses Squalen versteckt sich in diesem Kürzel und ist nur bei Tieren geprüft worden. Und dann gab es in dem Schweinegrippeimpfstoff schon wieder Quecksilber. Ich meine, über Quecksilber will ich jetzt gar nicht reden, weil das ist eigentlich out. Und hier, das waren diese Kürzel und in beiden Squalen. Das Golfkriegssyndrom, das können Sie auch im Internet nachschauen, nicht? Das hat Kriegsveteranen schwer zu schaffen gemacht. Das waren also ganz diffuse, zentralnervöse Beschädigungen. Und dann kommen jetzt neuerdings die Nanobodies. Die Nanobodies, das ist Innovation der Industrie. Endlich eine Substanz, die rohstoffarme Länder zum Geldverdienen benutzen können. Die verbessern ihre Oberflächen im Haushalt, am Auto. Und der Reifenabrieb wird reduziert. Also damit wird riesig gearbeitet. Das ist so ein Stoff der Zukunft. Und diese sogenannten Nanobodies heißen, weil sie Nanomillimeter groß sind. Die sind so groß wie Viren. Das ist Hepatitis B-Virus und das ist das HPV, humane Papilloma, warzenbildendes Virus. Die sehen, dass die diese Größenordnung haben. Über 1000-fach dünner als ein Haar von der Größe. Auch durch Diesel werden Nanobodies abgegeben. Also wir haben sie in der Umwelt. Sie entstehen beim Kochen, bei Erosion, beim Bergbau, in chemischen Prozessen und tauchen jetzt in Impfungen auf. Und zwar im Polysorbat, das wird dann so im Nebensatz erwähnt, im Quellmitteln. Und die interferieren mit Biomolekülen von gleicher Größe. Die Viren können in die Zellkerne eindringen, die Nanobodies können das auch. Entscheidend ist die Anzahl, die Größe und die Oberflächeneigenschaft. Sie können lange verweilen und Entzündung auslösen, wieder ein stimulierender Stoff. Und werden zunehmend in Medikamenten
eingesetzt, ohne dass es deklariert wird und in Impfung, sodass man irgendwann zu der Feststellung kommt, was eigentlich giftiger ist, die Impfung oder der Wirkstoff oder die Nanobodies. Und das Umweltbundesamt in Deutschland hat schon 2009 vor diesen Substanzen beim Menschen gewarnt, weil wir nehmen sie auf, vor allem gespritzt mit 100% und sie schädigen die Erbsubstanz und das macht sie potenziell krebsgefährlich. Wir wollen es nicht wissen, wir wollen ja auch nicht den Potenzierungseffekt wissen, aber wir sind da gut beraten, wenn man da Minimierung anstrebt. Man kann nicht völligen Verzicht erreichen, aber Minimierung. Allgemeine Impfschädlichkeit. Es gibt schon Meinungen von Kennern der ganzen Geschichte, dass man schon von einem autoimmunentzündlichen Syndrom induziert durch Adjuvantien spricht. Also die Adjuvantien, diese Zusatzstoffe in Impfung sind mittlerweile wohl problematischer als das eigentliche, was den Erreger bedingt, weil man so komische Krankheitsbilder sammelt, für die alle keine Erklärung da sind. Man hat keine Basis und man hat aber plausible Erklärungsmodelle. Immer steht die negative Rolle von Aluminium im Vordergrund. Sie haben vielleicht gemerkt, aus den Deodorantien ist es langsam verschwunden, weil es da auch immer drin ist und beteiligt ist an unsäglichen Prozessen. Ich will es an einem Beispiel aufzeigen, zum Beispiel am Unsinn der Grippeimpfung. Wir haben Grippeviren und Influenzaviren und die Grippeimpfung richtet sich gegen diese Influenzaviren, die ein bisschen schwerer ablaufen als die Grippeviren, wobei nicht unbedingt immer in dem Maße. Die haben die Kürze H&N, die sind populär geworden, über Vogelgrippe, Schweinegrippe, da sind Epidemien ausgerufen worden. Und im Rückblick trifft die jeweilige jährliche Grippeimpfung, die immer einmal konzipiert wird, nur zu 20-30% zu. Das heißt, der Schutz ist lächerlich. Aber immer ist Aluminium drin. Bei den Erwachsenen kriegt man durch jährliche Wiederholung häufiger das Guillain-Barré-Syndrom. Das ist so eine Nervenwurzelentzündung, die ist unangenehm. Die will ich jetzt nur am Rand erwähnen. Oder einfach Rheumabilder entwickeln sich. Und 60-70% der Geimpften werden trotzdem an Grippe krank. Das Cochrane-Institut, das ist ein pharmaunabhängiges Institut in Kopenhagen, schreibt zu der Grippeimpfung, dass das die Lizenz zum Gelddrucken ist. Es ist kein Vorteil zu erwarten durch die Grippeimpfung für Ärzte oder Pflegepersonal, wenn sie alte Menschen betreuen, denn die nötigt man, sich zu impfen zu lassen. Es gibt keinen Vorteil für die Aussage, dass sich ältere Menschen bei diesen Personen anstecken. Gleiches gilt für die Zahl der Komplikationen wie Lungenentzündung und damit verbundene Todesfälle. Also wenn man das ganze Thema kritisch betrachtet, fällt das hinten runter. Nun gab es eine Studie in den USA, Kinder bis zum 5. Lebensjahr, was bringen die eigentlich für Infekte mit, wenn sie in die Kliniken kommen? Weil wenn wir in eine Klinik schicken, dann ist immer was Bedrohliches. Und dann hat man festgestellt, es gab nur 3%, die echten Influenzaviren hatten. Nur 3%. Aber die Kinder will man ja auch impfen, weil die so viel krank werden, chronische Entzündungen haben. Also das ist absoluter Flop. Und da hat man gesehen, das sind vor allen Dingen die RS-Viren, die das Atemwegssystem sehr belasten. Hier hat man diese RS-Viren mit sogenannten Parainfluenza-Viren und Influenza-Viren verglichen und geschaut, wie ernst war denn die Erkrankung. Und dann sah man, die Influenza brachte die harmlosesten Komplikationen und die RS-Viren waren am gefährlichsten. Dann hat man eine Impfung entwickelt gegen die RS-Viren. Da hat man einen Versuch gemacht, auch ein mit Aluminium verstärkter Impfstoff. 91% entwickelten Antikörper um das Vierfache, was ja die Impfindustrie braucht, nach der Impfung. Geimpfte und ungeimpfte Kontrollgruppen wurden später mit diesen Viren besprüht. In beiden Gruppen gab es gleich häufige Erkrankungen, das heißt kein Schutz. Die waren geimpft und sind dann besprüht worden. In ungeimpfter Gruppe gab es 5% schwere Verläufe, in der geimpften Gruppe 80% schwere und 2 Todesfälle. Also es entlarvte sich als einziger Flop. Das Fazit, der Antikörper-Titernachweis bedeutet nichts, kein Schutz, ist keine Aussage über Schutz. Aber sie wird so genutzt. Es ist ein Aluminiumphänomen. Und wenn eine natürliche Infektion kommt, dann gibt es deutlich ernsthaftere Verläufe bei den Geimpften. Das wurde bestätigt in einem Tierversuch von einer
Wissenschaftlerin in Rotterdam. Das ist ein sehr interessanter Versuch, weil sie hat drei Gruppen gebildet und diese mit diesen Viren wieder besprüht. Die Ungeimpfte kriegt einen harmlosen Schnupfen, die Geimpften schwere Lungenschäden. Und dann hat sie eine Gruppe gebildet, die haben nur die Adjuvantien gekriegt, also ohne die Erreger. Und die hatten die intensivste Immunantwort und die intensivsten Lungenschäden. Was tun wir uns eigentlich an hier mit diesen Adjuvantien? Und das Fazit dieser Wissenschaftler, Hauptauslöser scheint das Aluminiumadjuvant zu sein. Aluminium scheint die Immunantwort auf virale Proteine generell zu beeinflussen. Und dann gab es mit Vogelgrippe und Schweinegrippe ja sehr viel Aufregung. Da hat man auch mit Mäusen Tests gemacht, das waren Virologen. Vogelgrippe tötet diese H5N1 obligat Mäuse. Mäuse, die eine andere Grippe, H3N2 hieß sie, durchgemacht hatten, die wurden seltener krank und starben nicht an der Vogelgrippe, wenn sie in Kontakt gebracht wurden. Das heißt, die erwarben eine Abwehrkraft gegen die Krankheit, die sie sonst obligat umgebracht hat. Dann hat man den Versuch erweitert, hat jetzt Mäuse geimpft gegen diese H3N2 und die starben wieder an Vogelgrippe. Dann hat man die Mäuse geimpft gegen H2N3 und eine andere harmlose Virusinfektion durchmachen lassen und trotzdem starben sie an Vogelgrippe. Das heißt eindeutig, die Impfung war der Schaden. Die harmlose Virusinfektion bietet Schutz gegen weitere Virusgrippen. Es wurde ja immer vom Ultravirus gesprochen, nicht? Dass es sich kombiniert mit einem Menschenvirus und dann sei eine ganz böse Sache am Kommen. Und das Gegenteil ist belegt worden. Die Impfung schützt nicht, die Impfung verhindert auch die Wirkung einer echten Infektion. Die Geimpften konnten selbst durch spätere Infektionen keinen Schutz aufbauen. Eine durchlebte, ungefährliche Grippe ist hilfreich gegen gefährlichere Viren. Nutzen Sie Ihre saisonalen Gruppen. 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Und wenn Sie fiebern können, haben Sie noch eine enorme Selbstheilungsfähigkeit erworben. Dann wurde der Nutzen der Schweinegrippe nochmal geprüft. Wer die H1N1-Infektion überstanden hat, ist besser geschützt als jeder Geimpfte. Kinder sind nach einer Grippe besser geschützt, weil das Spektrum an Abwehrkräften besser als nach einer Grippeimpfung ist. Am besten ist die Durchseuchung einer Population mit dem Wilderregertypus. Das hat die Mehrheit der Bevölkerung geahnt. In Deutschland hat nur 7% teilgenommen und nur 4% der Ärzte. Das heißt, der Rest ging in den Müll. Millionen sind da vernichtet worden. Die Impfung gegen Schweinegrippe, die ist aus der Vogelgrippe entwickelt worden. Nur die wurde man da nicht los. Dann hat man die Schweinegrippe postuliert. Schlussfolgerung, gerade kleine Kinder sind noch immunologisch naiv. Das heißt, sie haben noch kein stabiles Abwehrsystem aufgebaut, noch nicht so viele Kontakte gehabt. Häufig sind sie noch nicht mit saisonalen Impfungen in Kontakt gekommen. Wäre wünschenswert. Sehr frühe Impfungen können den Aufbau eines breiten Abwehrschildes wie durch Wildviren blockieren. Aber das Durchstehen einer milden Schweinegrippe, mild ist sie ja nur, weil sie ungeimpft sind, bietet mehr Schutz gegen künftige Grippen und Virusmutanten als das Impfen. Das ist das Training mit zumutbaren Aufgaben, das sinnvoll ist. Und Impfung ist sinnlos. Haben Sie noch einen Moment Geduld? Ich habe meine Stunde eigentlich schon um. Der Impfverzicht ist dann wertvoll, wenn er komplett verzichtet wird. Keine einzige. Und wir brauchen keine einzige Impfung. Das kann man mit jeder einzelnen aufzeigen. Es gibt Alternativen. Alternativen der Lebensführung verbessern die Gesundheit. Ich habe ein Buch geschrieben über Nicht-Impfen, was dann? Das ist im Spangsrade Verlag, was man machen kann, wenn man darauf verzichtet. Und ein Buch, was sehr opulent ist, 800 Seiten, für Kinder bis zum 18. Lebensjahr mit den Krankheiten, mit denen wir zu tun haben. Immer unter dem Aspekt, Gesundheit zu fördern. 2 kleine Kapitel noch zum Abschluss. Allergien belasten uns, bedrücken uns. Das ist eigentlich unsere Zeitherausforderung neben Krebs. Und das ist schlicht und einfach Überempfindlichkeit des Organismus. So einfach ist das. Gegen unspezifische Substanzen, die man dann immer mehr findet. Und der Einfluss zu Allergien zu kommen, liegt zu 50% bei der Psyche, über 50%. Also wenn in Ihren Nachrichten Pollenwarnungen ausgesprochen werden, dann können Sie am nächsten Tag Heuschnupfen haben, auch wenn keine Polle fliegt. Weil die Psyche moduliert das. Und das macht das so schwer für meine Kollegen, das zu untersuchen.
Es besteht bei Allergien ein Schaden in unserem Nervensystem, der mit einer erhöhten, das ist unser Schlafnerv, zu tun hat, sodass sie vermehrt Sekrete bilden. Es sind Massenerkrankungen, die eigentlich erst mit der Pockenimpfung begannen. 5 Jahre nach der ersten Pockenimpfpflicht trat in Städten die erste Seuche auf. Sie sind nicht heilbar. So, genauso wenig, wie Sie eine Impfung umkehren können. Sie können sie nicht rückgängig machen. Und mit dem Rückgang der fieberhaften Akutkrankheiten nehmen diese zu. Das heißt, der Weg daraus ist die Umkehrung. Leisten Sie sich wieder Akutkrankheiten. Vor allem leisten Sie sich Fieber. Nur Geimpfte können schwer fiebern. Und zunehmend sehen wir, dass die Autoimmunerkrankungen kommen. Allergene in Impfpräparaten sind Antibiotika, dieses Konservierungsmittel Thiomersal, das ist sogar das potenteste nach Nickel. Formaldehyd, Aluminium, Bestandteile aus Virusnährböden, wo man sie die Viren züchtet, dann die Antigene selber auch. Also dann gibt es noch Verunreinigungen. Also da gibt es einiges, was plausibel macht, dass Allergien damit zusammenhängen. Und wir sehen in verschiedenen Studien, die wir zusammenfassen, dass das tatsächlich bei Geimpften gegen Ungeimpfte häufiger vorkommt. Und zwar deutlich häufiger. Zum Abschluss, hat Impfen was mit Krebs zu tun? Was ist erstmal Krebs? Krebs ist ein Schaden in den Zellen, vor allen Dingen in unseren Chromosomen, in unseren Genen und in unseren Energiezentralen, das sind die Mitochondrien. Und wenn diese Schäden auftreten, dann schützt sich der Organismus, indem er die Zelle tötet. Das nennt man Apoptose. Passiert das nicht, das geht durch bestimmte Umstände, die mit Entzündung zusammenhängen, geht das immer schwerer, dann gibt es eben dieses Wachstum mit Zerstörung und Tochtergeschwulstbildung. Und dass wir Krebs eigentlich erst im Alter zunehmend sehen, liegt daran, dass wir Reparatureinrichtungen haben. Das sind die Enzyme der Erbsubstanz und das sind Moleküle in unseren Mitochondrien. Und wir haben bei der Mehrheit aller Todesursachen unserer Gesellschaft an Nummer 1 Herz-Kreislauf-Krankheiten, aber das sind immer die, wenn jemand umfällt, dann sagt man, naja, da hat ein Herz-Kreislauf-Tod, das wird nicht untersucht. Aber Krebs ist jeder Fall untersucht. Das sind also ganz harte Daten. Und die Herz-Kreislauf-Krankheiten nehmen ab, aber der Krebs nimmt zu. Und man sagt schon, dass es bald die häufigste Todesursache auf der ganzen Welt sein wird. Besonders die Schwellenländer sind da sehr betroffen, weil sie noch nicht so weit sind, gegen ihre Umweltschäden vorzugehen. Und die Medizin ist in der westlichen Welt schon der dritthäufigste Todesursachengrund. Das überrascht nicht. Warum erhöhen Impfungen das Krebsrisiko? Weil sie den Potenzierungseffekt intensivieren. Weil sie, wie mit Aluminium, das Langzeitgedächtnis beschädigen. Weil da direkte krebsauslösende Substanzen drin sind oder waren, wie Quecksilber, Nanobodies, Phenol. Weil sie Mutationen fördern, das sind einfach Veränderungen durch Viren, weil wir so Lebendviren in unseren Genen haben, die niemand kontrollieren kann, über dem Weg der Viruspersistenz. Weil wir so viel mit Allergien zu tun haben, irgendwann erschöpft das Immunsystem und dann kann darüber Krebs ausbrechen. Weil wir so viel Entzündung haben, und das nennt man oxidativer Stress, und weil das ganze System überlastet wird, indem auch Organe dann schwellen und größer werden. Und das ist eigentlich eine unheimliche Vision, die will niemand fokussieren, aber man kann rechtzeitig die Weichen anders stellen. Dafür habe ich auch ein Buch geschrieben, aber herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich gehe nicht zu Veranstaltungen, wo es pro und contra Impfen geht. Das mache ich schon lange nicht mehr. Aber wenn ich es mit Menschen zu tun habe, die in dieser Frage unsicher sind, zweifelnd, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie einen richtigen, berechtigten Zweifel haben. Sicherlich haben Sie Fragen und das war auch vorgesehen, dass wir auch noch eine Diskussion haben. Ich bin Rhesusfaktor negativ und würde nach dem zweiten Kind, das dann positiv war, diese Spritze bekommen, habe diese aber abgelehnt. Muss ich mich nun vom dritten Kind fürchten? Das ist eine sehr komplexe Frage, die berührt natürlich Impfungen insoweit, dass es eine Passivimpfung ist, ne? Indem man
Immunglobuline gibt, um Antikörper des Kindes, die auf die Mutter bei einer Rhesus-Negativen übergehen, die dann eventuell dagegen arbeitet, daran zu hindern, dass das nächste Kind geschädigt wird, weil die Antikörper dann wieder über die Nabelschnur zu einem positiven Kind gehen können und das leidet dann. Da gibt es Eingrenzungsmöglichkeiten. Das Ganze ist sehr komplex. Ich habe es in einem Heft geschrieben, das heißt Kritik der Arzneiroutine bei Schwangeren und Kindern. Und da können Sie nachlesen, weil es gibt eine Berechtigung. Wenn wir feststellen, dass das Kind Rhesus-positiv ist und die Mutter vor allen Dingen jede andere Blutgruppe außer Null Rhesus-positiv hat. Null geht noch, aber die anderen sind dann heikel. Nur, dass es routinemäßig in der Schwangerschaft gespritzt wird, ist überlegenswert. In jedem Fall nach der Geburt, wenn sich dieser Widerspruch zeigt. Es gibt heute schon Möglichkeiten, ab 10., 12. Woche durch eine Blutuntersuchung die Blutgruppe des Kindes festzustellen. Weil es immer wieder Zellen gibt, die bei der Mutter landen. Nur die Untersuchung kostet im Augenblick 1.000 Euro. Aber vielleicht wird sie mal billiger. Die hat natürlich auch Probleme, weil man dann auch das Geschlecht feststellen kann. Und andere Genschäden. Und deswegen ist diese Untersuchung im Augenblick sehr heiß diskutiert. Aber in der Frage wäre sie natürlich hilfreich. Ist der Partner Rhesus-positiv, ist das Risiko hoch, dass das Kind auch negativ ist. Sind beide negativ und die Frau ist sicher, dass das der Partner war, der die Schwangerschaft erzeugt hat, dann braucht sie nichts machen. Und beim ersten Kind ist es belanglos, das leidet nicht drunter, aber das zweite. Und wenn sie sagt, ich will nur ein Kind, dann will ich mich sterilisieren lassen, dann bräuchte man auch nichts machen. Ja? Okay, ich habe erstens einmal herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und ich habe zwei Fragen. Wir sind nun mal eine Generation, oder für mich zählt es auf alle Fälle, die nun mal massiv geimpft wurde. Ja. Und da ist jetzt auch die Frage, es ist eine schöne Möglichkeit, jetzt in Zukunft auf die Kinder zu schauen und mit ihren wunderbaren Büchern auch diese Entscheidung zu treffen, es nicht zu tun. Gibt es auch schon noch eine Möglichkeit für die, wo das Kind schon im Brunnen gefallen ist? Gibt es dann einen Moment der homöopathischen Ausleitung oder was ich auch vernommen habe, dass es zumindest sinnvoll ist, mit auch Wärmelampen in Menschen wieder Fieber zu induzieren? Einfach tatsächlich, wo es nicht mehr möglich ist, in Hallenbädern gibt es mittlerweile, wo ich oft auch den Patienten sage, setzen Sie sich mit dem Rücken dahin und gucken Sie mal, dass mindestens 38, 39 Grad kommen. Also in gewisser Weise habe ich ein Experimentierfeld, in dem in meiner Praxis dann niemand geimpft wird. Ich weiß, was für ein Druck ausgeübt wird und wie schwierig das ist, ungeimpft durchs Leben zu gehen. Ne? Weil stürzen sich so viele in dieser Frage, selbst die eigenen Eltern, die Angehörigen, das kannst du doch nicht machen und das ist doch ein Risiko. Oder mir schrieb ein Kinderarzt, das Kind ist ungeimpft, in Klammern vorenthaltene Gesundheit. Muss ich natürlich schlucken, aber die sehen das so. Ja, meine Kollegen sehen das so, dass man Gesundheit vorenthalten würde, wenn man nicht impft. Dieser Druck wird noch politisch verschärft. Für die persönliche Angelegenheit, das geht ja immer um ihre Gesundheit, weil die Verantwortung für die Schäden, die sie haben, die können sie schwer einklagen. Ist die, dass sie, wenn sie diese Dinge schon ausgeübt haben, froh sein können, wenn bis dahin nichts passiert ist. Aber man muss es ja nicht weitermachen. Ja, aber ob es auch eine Möglichkeit gibt, was auszuleiten? Es gibt keine Ausleitung. Gibt's das ist eine Illusion. Was da ist, Sie ist können da sie nicht rückgängig machen. Okay. Sie können aber ihr Immunsystem mit dieser Beeinträchtigkeit weiter trainieren. Bis zum Lebensende. Meine Mutter ist von meinem Vater regelmäßig geimpft worden. Dann starb er, als sie 81 war. Da habe ich gesagt, so jetzt mach mal Schluss mit Grippeimpfung. Weil sie war dreimal in der Klinik mit merkwürdigen Nervenerscheinungen. Dann hat sie eine schwere Grippe gekriegt, da sagt sie heute noch, so eine will sie nie wieder haben. 40 Fieber mit einem Begleitsymptom bei, ist fast kollabiert. Das haben wir homöopathisch behandelt. Jetzt ist sie 94, fährt Auto und geht auf Reisen. Sie war nie wieder krank seither. Also man freut sich auf die nächste Grippe. Das hat Nachhaltigkeit. Das hat mehr Nachhaltigkeit. Und Fieber können Sie immer bei den Bagatellinfekten im Winter kriegen. Wöchnerinnen können gut fiebern und Kleinkinder. Und der größte Fehler ist die Fiebersenkung. Das wissen wir schon aus der Zeit. Ich habe noch Masernepidemien begleitet, jährlich. Der größte Fehler war Fiebersenken bei Masern. Dann kriegen Sie das Risiko von zentralnervösen Komplikationen. Das steigt dann.
Okay, danke schön. Bitte. Ich hätte noch eine Anschlussfrage an das Ganze. Und zwar, ja? Wenn es schon die Ausleitung nicht gibt, kann man irgendwas zumindest in der Ernährung verändern, um das sicher positiver zu gestalten in ja der Zukunft? Weil wir sind ja wirklich alle voll geimpft. Wie wir jung waren oder wie wir Kinder waren, waren ja unsere Eltern eher positiv eingestellt diesbezüglich. Also was natürlich flankierend bei mir in der Praxis absolute Bedeutung hat, sind diese ganzen zusätzlichen Lebensstiländerungen mit Bewegung, Belichtung, Ernährung. Und ich bin auch ein Gegner der Einstellung, dass man Kinder, weil sie keine Kinderkrankheiten mehr kriegen, zu anderen bringen sollen, die sie haben. Lassen Sie sowas. Kinder wollen krank werden, wenn es soweit ist. Wann wird ein Kind krank? Das ist immer phänomenal in der Praxis zu sehen, dass manche überhaupt nicht teilnehmen, selbst Geschwisterkinder. Ja, welche Gründe haben sie, krank zu werden? Das sind nicht die Erreger, das sagte ich ja eingangs. Diese Illusion fliegen wir offiziell, aber es bleibt eine Illusion. Also insofern gibt es genügend Gelegenheiten, auch mit teil- oder vollgeimpften Menschen wieder mehr Gesunderhaltung zu erreichen. Vor allen Dingen Schwangeren hilft es sehr, konsequent zu verzichten auf Impfungen, und heute werden Schwangere geimpft, konsequent verzichten auf irgendwelche Medikamente, natürlich auch auf Alkohol und Nikotin, und nach einer vollbrachten Geburt sich nie wieder impfen zu lassen und nie wieder Hormone zu nehmen. Ja, damit erwerben sie Gesundheit. Mehr Gesundheit zumindest. Wie hoch kann man Kinder fiebern lassen? So hoch es will. Das brauchen Sie nicht messen. Gibt es da keine Grenze, dass man sagt, bis 40 Grad oder so? Ja, können auch über. Also wir haben, ich habe in dem Buch Nicht impfen, was dann? Ein ausführliches Fieberkapitel. 77% aller Eltern denken, wenn ein Kind einen Fieberkrampf macht, dass es stirbt. Das ist absolut nicht der Fall. Das Fieberkrampf ist harmlos, hat noch nie irgendeinen Nachteil gezeigt. Weder in der Intelligenz noch in der Gesundheit. Aber es sieht schrecklich aus. Und das machen 4% der Kinder und manche häufiger. Fieber ist mein größter Verbündeter in der Praxis. Natürlich nur das Akutfieber in den ersten 3 Tagen, nicht das, was dann tagelang anhält. Das, was sozusagen aus dem gesunden Zustand raus sich akut entwickelt, das hat Qualität. Und das darf nicht gesenkt werden, auch nicht mit Wadenwickel oder Essigsöckchen oder was es da alles gibt, ne? Sondern das wird versorgt und gepflegt und erleichtert. In kranken Tagen fordern, in gesunden Tagen verwöhnen. Kinder brauchen Grenzen, müssen Grenzen überwinden. Und Fieber ist die größte Frustration, die sie je erlebt haben. Und Frustrationstoleranz lernt man heute nicht mehr so leicht. Aber die ist wichtig. Grüß Gott, danke schön für Ihren super Vortrag. Eine Frage, und zwar zum Frühling jetzt. Ist ja die Zecken. Wozu? Zum Frühling. Im Frühling ist die Zeckenschutzimpfung. Zu welcher? Zeckenschutzimpfung. FSME, oder? Ja. Ist ja so obligat, dass es gemacht wird. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt von einem Zecken gebissen wird, man sieht das. Ja. Ich verstehe Sie schlecht. Näher ranhalten. Okay. Wenn man von einem Zecken gebissen wird, ja, und man sieht das sozusagen, ja, was soll man dann machen? Weil man sagt immer, ja, das ist so schlimm und Gehirnentzündung und so weiter und so fort. Und das macht Panik. Ja. Und gibt es da irgendwelche Evidenzien, dass das nachher schlimmer wird? Oder soll man es lassen, soll man entfernen? Gerade hier in Österreich ist die Zeckenthematik sehr heiß gekocht. Ne? Immer wenn ich Patienten aus Österreich habe, sich immer den Impfpass voll mit den ständigen Aufwiederholungen von FSME-Impfungen. Die häufigere Problematik, die wir haben, ist die Borreliose. Und die ist seuchenartig mittlerweile unterwegs. Das liegt an der Gesundheitsveränderung generell hin zu einer größeren Affinität mit Borrelien mehr zu machen. Übrigens bei Ungeimpften ist es kein bedeutendes Problem. Die entwickeln da extrem selten mehr als nur den Hautausschlag. Die FSME-Geschichte ist eine Sommergrippe, Frühsommer, kann aber Meningoenzephalitis machen. Über 95% aller, die das bekommen, kriegen eine Sommergrippe. Sie können sich nach vielleicht meinem Vortrag vielleicht vorstellen,
dass es Gründe gibt, dass mehr passiert als nur eine Sommergrippe. Ja? Beschädigung der Blut-Hirn-Schranke, Aluminiumtoxikologie, allein solche Stichworte. Das heißt, wer verzichtet auf Impfungen, hat eine erheblich höhere Möglichkeit, diesen nicht akzeptablen Komplikationen aus dem Weg zu gehen. Und natürlich, wenn Sie wissen, dass von Zecken die übertragen werden, aber wir wissen schon, dass es auch Fliegen machen und bestimmte andere Insekten werden kommen, die das auch machen, die auch diese Erreger übertragen können. Und da sitzt in einer Zecke sitzt noch viel, viel mehr drin als nur diese zwei Erreger. Man hat ja schon eine ganze Reihe anderer, die übertragen werden. Die werden ja nur relevant, wenn sie eine Bereitschaft haben, daran zu erkranken. Und woher kommt diese Bereitschaft? Die habe ich ja aufgezeigt, zumindest von der Impfseite. Dann können Sie sich natürlich eine Vorsorge planen, dass Sie bei Wanderungen im Gebirge oder in Tälerlandschaften sich auf Zecken vorbereiten. Dass Sie also jeden Tag abends die Kleider komplett wechseln, eventuell einmal duschen, Haare durchkämmen und eine wandernde Zecke damit aus dem Weg gehen. Und am Morgen, wenn Sie die Kleider wieder anziehen, dann schlagen Sie sie einmal sorgfältig aus und bevor Sie sie wieder anziehen. Und sobald Sie irgendwo eine Zecke entdecken, die muss sofort entfernt werden. Wir müssen mit Zecken leben lernen. Aber die FSME-Impfung ist nur ein kleines Problemchen bei diesem ganzen Thema. Aber ein ärgerliches, weil das eine sehr unangenehme Impfung, die schlechter vertragen wird und häufiger Probleme macht als die Zecke mit ihrem FSME-Erregern. Also ich sehe in der allgemein Relevanz in Krankheiten kompliziert zu entgleisen, die beste Möglichkeit, dem zu entgehen, wenn man eben an Lebensstiländerung und an Impfverzicht denkt, genauso wie an Arzneiverzicht. Es gibt ein Leben ist ohne Risiko nicht zu haben. Wir haben Pflegenillusionen, wenn wir meinen, wir könnten alles absichern. Aber die bestmögliche Gesunderhaltung erzielen wir eben mit anderen Möglichkeiten als die, die wir so programmatisch erfahren. Ich habe noch eine Frage zur Rötelimpfung und zwar besonders betreffend junge Frauen im gebärfähigen Alter, die weder eine natürliche Infektion durchgemacht haben, noch geimpft wurden. Ja, vielleicht haben Sie mitgekriegt, also ich kriege es in der Praxis mit, dass die uns bekannten Kinderkrankheiten wie Röteln, Mumps und Masern zu Raritäten geworden sind. Ohnehin war die Ansteckungsfähigkeit, sich Röteln anzueignen, schon immer die geringste. Masern geht durch Schlüsselloch, sagen wir, bei Röteln war das schwieriger. Die Krankheit selbst ist überhaupt nicht schlimm, ist nicht problematisch. Und die Gründe, warum eine Röteln-Embryopathie, also Kindesschädigung, stattfindet, wenn die Krankheit in der Schwangerschaft beginnt, die ist medizinisch auch nicht aufgeklärt worden. Denn es gibt da sicher Bedingungen. Es gibt auch Hinweise, warum das passiert ist. Nur, wir pflegen Illusionen, wenn wir meinen, dass wir bei der Seltenheit von Röteln die Rötelnimpfung bräuchten, um Schwangere zu beschützen. Denn das ist heute das kleinste Problem für Schwangere. Also das kommt auf 10.000 Frauen, glaube ich, nur noch in weniger als 5 Fällen weltweit vor. Und davon ist ein Kind beschädigt. Das häufigste Problem ist heute sind die Herpesviren. Unser Problem bei Schwangeren ist heute die Zytomegalie. Das ist Herpesvirus Gruppe 4, Typ 4. Das ist Windpocken eventuell. Das ist der Lippenherpes. Das ist Ringerröteln. Ringerröteln ist kein Herpesvirus, sondern anderes, hat nichts mit Röteln zu tun, ist aber viel, viel häufiger. Also da hat sich was verändert, dass es nicht mehr erforderlich macht, gegen Röteln zu impfen. Das habe ich übrigens in meinem Frauenbuch detailliert dargestellt. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar, wie ist es, wenn Kinder Mehrfachimpfung hatten, wann erkennt man eigentlich, dass es später ein Impfschaden ist als Bekannte und kann man darauf hinweisen? Weil wir selber haben also Blauzungenzwangsimpfung bei unseren Tieren Verweigerung mitgemacht, haben aber bei den Kollegen dann festgestellt, wenn eine Kuh beim Impfen umgefallen ist, dann war es ein Impfschaden, ist aber 2 Tage später gestorben, war es kein Impfschaden mehr. Ja, und jetzt ist eben die Frage, meine Freundin hat Enkel impfen lassen oder besser Mutter davon. Wann kann ein Impfschaden bemerkt werden als Laie? Das ist ein besonderes Thema, ein Spezialthema. In Amerika werden die Hersteller belangt, wenn ein Impfschaden auftritt,
Und deswegen stellen die zum Beispiel Lebendvirusimpfung gar nicht mehr her. Die haben sie delegiert nach Deutschland, in die Ostgebiete. Da ist die Impffreudigkeit noch am höchsten, aus der alten DDR noch ein Relikt. In Deutschland zahlt der Steuerzahler, wenn ein Impfschaden entsteht. Und da gibt es genügend Barrieren, es zu verhindern, dass ein Impfschaden anerkannt wird. Und um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, es gibt keine Möglichkeit, einen Impfschaden zu beweisen. Es gibt keine Möglichkeit, einen Impfschaden zu beweisen. Es gibt nur Plausibilität, danach entscheiden manchmal Richter. Dass sie sagen, das ist so eng miteinander verknüpft, wir können gar nicht anders, als das als Impfschaden zu sehen. Aber die Ärzte, die Impfen propagieren, die Hersteller, die Medien, alle sagen, das ist ein Irrtum. Behaupten es einfach. Wir sehen in der ganzen Impfdiskussion eine erschreckende Unwissenschaftlichkeit. Es wird einfach nicht beforscht, weil dann würden unangenehme Ergebnisse kommen und dann müsste man das Programm fallen lassen. Und das will man vermeiden, weil das ein Teil der Medizin der Zukunft ist. Impfungen werden immer zahlreicher. Die richten sich in Zukunft auch gegen Eiweißsubstanzen, also gar nicht mehr so gegen Erreger. Man will gegen Drogensucht impfen, gegen Bluthochdruck, gegen Diabetes, gegen Krebszellen. Und diese Impfungen, die da jetzt kommen, die werden richtig teuer. Und das ist sozusagen ein Geschäft, das will man sich nicht vermiesen lassen mit so ein paar Leuten, die die Impfung so schlecht reden, wie ich das mache. Und deswegen wird auch die Tetanusimpfung beibehalten, obwohl sie witzlos ist. Das ist eine heilige Kuh der Medizin. Ja, ich hätte noch eine Frage, speziell für Kleinkinder. Ja. Wir haben das jetzt gemerkt vom Kinderarzt, da wird ein gewisser Druck ausgeübt und es ist immer schwierig, da zu reagieren. Wir waren jetzt aktiv auf der Suche in Salzburg nach einem alternativen Kinderarzt und wir haben festgestellt, dass es relativ schwierig ist, da gute Informationen zu finden. Meine Frage, gibt es jetzt unter den Anwesenden und von Ihrer Seite Informationen, wie man lokal zu solchen Ärzten kommt? Wie war die letzte Frage? Wie kommt man zu Ärzten, die jetzt, oder Kinderärzten im Speziellen, die nicht impfen oder Therapien unterstützen, die impffrei sind? Ich habe Ihnen ja gezeigt, schon auch aus meinen Praxiserfahrungen, dass die gut versorgt sind und ungeimpft bleiben, werden selten krank. Im ersten Lebensjahr fast gar nicht, höchstens mal Unpässlichkeiten bei der Zahnung. Und das lässt sich gut fortsetzen mit einer entsprechenden Strategie der Begleitung. Da gehört dann einiges dazu, das habe ich dann in den Schriften festgehalten. Und dann werden Sie im Prinzip keinen Arzt brauchen. Und wenn Sie einen brauchen, dann brauchen Sie einen, der einfach Ihre Meinung, Ihre Haltung toleriert. Das reicht. Dann sagen Sie ihm einfach, ich möchte das nicht. Und trotzdem werden Sie Diagnostik erfahren und eventuell auch Behandlung. Weil möglicherweise etwas zu behandeln ist. Also da wird sich kein Mediziner versperren. Aber dass Sie nicht impfen, sind Ihre persönlichen Gründe. In Deutschland haben wir diese Freiheit noch. Ich weiß nicht, wie es hier in Österreich ist. Je südlicher man kommt, umso schwieriger wird die. Jemand hat mir erzählt, dass in Süditalien kommt Carabinieri und holt die Kinder ab zum Impfen. Das sind natürlich dann ganz andere Angelegenheiten, wo man erheblich mehr Probleme hat, diesen Zustand zu erhalten. Aber man muss, weil es auch ein Selbstverantwortungsthema ist, auch ein Selbstheilungsthema, kreativ werden, um diesen Angriffen aus dem Weg zu gehen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Grüß Gott, Herr Dr. Friedrich. Wie bitte? Grüß Gott. Ja. Ach Sie. Danke, dass Sie mal erstens einmal da erschienen sind und für die Information. Es ist einmal wieder mal typisch, alles was gratis ist, einmal, die wird nicht mal gut besucht. Da sind einmal Plätze frei hinten. Es ist einmal was Gutes, was Sie da tun. Ne? Meine Frage lautet, wie ist das mit bei Tetanus? Ist die Impfung notwendig? Wie das bei Tetanus ist. Ich habe ja schon angedeutet, dass Tetanus-Erreger existieren im Erdreich und können jederzeit aus Sporen in Wunden geraten, weil sie überall sind, oder aus den Sporen sich entwickeln, in der Wunde. Dort können sie Toxine absondern. Wie das passiert, ist nicht so ganz bekannt, aber sie können es, weil sie gehören auch zu einer Gruppe, die sowas kann. Clostridien heißen die. Und diese können mit einer
Latenzzeit von 2 bis 3 Tagen Blut- und Nervenangriffe zustande bringen. Und das nennen wir Tetanus. Es gibt also Tetanus. Es gibt Tetanus, aber Sie können gegen dieses Toxin, und die Impfung nennt man eine Toxoid-Impfung, die richtet sich nur gegen das Toxin. Gegen die können Sie keine Impfung entwickeln. Sie können auch nicht gegen Schlangengift impfen oder gegen Knollenblätterpilz, sondern Sie können Antitoxin entwickeln. Aber die Impfung ist kein Antitoxin, weder die aktive noch die passive. Was wir aber tun können, ist eine Wunde versorgen, sie sauber halten, sie steril verbinden, der Extremität Ruhe gönnen. Sie können sie über Herzniveau lagern, damit es keine Stauung gibt. Und wir können auch homöopathische Behilfestellung anbieten, um Entzündung zu verhindern. Denn die Entzündungen sind der Wegbereiter für Tetanus. Deswegen sind die Hundebissverletzungen oder Tierbissverletzungen am gefährlichsten, weil da gibt es immer Entzündungen durch das Protein im Speichel, welches in die Wunde gelangt. Es gibt auch schon mittlerweile Chirurgen, die darauf verzichten. Es gibt Studien, die werden einfach nicht bekannt, dass zum Beispiel die Amerikaner, als sie im Zweiten Weltkrieg die Philippinen belagerten, geimpft waren, und die sich da im Weg stellten, waren ungeimpft, und der Tetanus war häufiger bei den Amerikanern. Wir haben viele Hinweise, dass uns die Impfung überhaupt keinen Sinn, keinen Profit bringt. Sie ist unlogisch und sie bringt keinen Profit. Und wenn man sagt, sie sind nicht genügend geimpft und deswegen haben sie Tetanus gekriegt, und die Tetanus kriegen, sind meistens geimpft, ne? Nur im Kindergarten, oder dann sagt man zu selten, dann weist man ja nur darauf hin, dass die Impfung auch überhaupt nichts taucht. Und das ist ein Scheinargument. Aber, wie gesagt, Alternativen. Und Kinder kriegen fast nie Tetanus, das ist wirklich nur nach der Geburt, durch die Verunreinigung des Nabels. Und dann ist das Risiko, auch das Sterberisiko, sehr, sehr niedrig, und das kommt kaum bei Kindern vor, weil sie gesunde Gewebeverhältnisse haben. Das ist mehr eine Geschichte dann im höheren Alter, oft auch vor dem Hintergrund, dass sie dann noch geimpft sind, nachdem die Wunde auffällig geworden ist. Unterm Strich ist der Tetanus so häufig wie ein Sechser im Lotto. Hat jemand von Ihnen 6er im Lotto gehabt? Also sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir sprechen hier über eine Rarität, der wir auch noch begegnen können durch sinnvolle Maßnahmen. Wir haben die Möglichkeit, dass man im Internet Fragen stellt. Da haben wir ein eigenes Formular, da kann man Fragen stellen. Und wir machen noch 3 oder beantworten noch 3, und dann geht es zum nächsten Referenten. Beziehungsweise wir machen ganz eine kurze Pause, und 15 Minuten Verspätung quasi wird dann der Herr Dr. Könlein weitermachen. Okay? Herzlichen Dank. Machen wir noch 2 Fragen. 3 habe ich gesagt. Ja, ich hoffe, die Frage ist nicht allzu banal. Okay, ich habe noch das Mikro. Also ich bin 69er Baujahr, bin auch regelmäßig geimpft worden als Kind, und habe aber keine einzige Kinderkrankheit, und habe auch bis dato nicht einmal Fieber gehabt. Heißt das jetzt, dass ich jetzt ein gutes Immunsystem habe oder weniger? Das heißt, ja, wenn jemand nicht fiebern kann, dann ist es eigentlich auch nicht so gut. Also wenn heute Menschen Impfung verabreicht werden und sie reagieren nicht darauf, obwohl es ankommt, 100-prozentig, dann macht mir das Sorgen. Die uns auffällig werden, weil sie zum Beispiel im Kindesalter ständig dann Infekte kriegen und immer wieder krank werden, die haben gute Immunsysteme, weil die wehren sich gegen das Eingebrachte. Wenn man das also immer weitermacht und man reagiert nicht drauf, dann wachsen die Sorgen. Und da muss man individuell schauen, wie die persönlichen Bedingungen sind. Denn ein Ziel wäre schon, im Laufe des Lebens wieder Akutkrankheiten stattfinden zu lassen. Und zu sehen, wie die dann bewältigt werden. Man muss das immer unter den persönlichen Bedingungen betrachten, ob Medikamente genommen werden, ob ein Bluthochdruck vorliegt, wie die Ernährung aussieht. Und ich habe ja meinen Vortrag enden lassen mit dem Thema Krebs. Und Krebs ist eine schreckliche Geschichte für jeden Einzelnen, für die Angehörigen natürlich noch viel mehr. Und Krebs nimmt zu, und zwar in jedem Lebensalter, auch bei Kindern. Jährlich um 1% in ganz Europa.
Jedes 500. Kind kriegt schon Krebs bis zum 15. Lebensjahr. Und die haben zu 50% Tumore der Abwehr. Und dann fragt man sich, wie kommen die dazu? Wo ist die Abwehr beschädigt? Das heißt, wir müssen gerade, wenn wir älter werden, unsere Unverträglichkeiten kritischer prüfen. Man verträgt den Alkohol schlechter, man braucht mehr Schlaf. Man merkt es, wenn man ihn nicht hat, man hat Probleme mit der Zeitumstellung. Nicht? All diese Dinge, die kumulieren dann in ein Beschwerdebild, was ich dann aufgreife, wenn solche Fragen anstehen, um zu prüfen, ob es da Risiken gibt. Nicht? Was macht den Menschen aus? Das kann man nicht so verallgemeinern, sondern es gibt viele Parameter, die man dann prüfen kann. Ja? Wie ist es bei Polio? Zum Beispiel, bevor der Impfstoff entwickelt worden ist, hat es ja diese Krankheit gegeben. Und wie ist das nicht durch den Impfstoff sozusagen auch mehr oder weniger ausgerottet worden? Zweite Frage, Syrien zum Beispiel, Bürgerkrieg, war jetzt einmal eine Dokumentation, wo es eben heißt, da ist die Durchimpfungsrate eben nicht mehr gegeben und da flammt es sozusagen wieder auf. Die Polio ist ein sehr heißes Thema. Weil das ist ein Beispiel dafür, dass Erreger beschuldigt werden für etwas, was andere Dinge machen. Wie zum Beispiel toxische Substanzen, die das Gehirn schädigen. Ein gutes Beispiel ist DDT. Überall dort, wo DDT wieder verwendet wird, und das wird in Deutschland noch produziert und exportiert, um zum Beispiel gegen die Malaria zu kämpfen, die wir hier noch nicht haben, aber die in Afrika Probleme macht. Da werden die Wände in den Häusern mit DDT-haltiger Farbe gestrichen. Wo man sowas macht, kommt wieder die Polio. Das heißt, da kommen Nervenschäden, die man eigentlich dem DDT anlasten kann, aber man findet einen Erreger und sagt, das ist Polio. Polio ist eine Summation von verschiedenen unspezifischen Nervenschäden. Sie können hier in Europa getrost aus der Impfung verzichten. Da wird man immer so als sozial Rebell verurteilt, weil ja dann in den Drittweltländern Polio wieder kommen kann, wie wenn wir dafür verantwortlich sind. Nein, hier in Europa gibt es keine Polio mehr, Sie können es absolut verzichten. Und wenn sie auftaucht, dann können Sie sicher sein, dass da ein ganz anderes Problem dahinter steckt, ein toxisches Problem. Wie? Warum es die noch gibt? Weil sich verschiedene Verbote durchgesetzt haben, wie zum Beispiel von DDT, von PCB, von Atrazin, also toxische Substanzen, die unser Nervensystem beschädigen. Das heißt, die Wegbereiter für diese Angelegenheiten sind rückläufig. Und wenn man es noch plausibler nachvollziehen möchte, dann würde ich sagen, seitdem nicht mehr Pocken geimpft wird. Seitdem hat sich die Polio ganz von allein erledigt, ohne dass da irgendwie die Impfung dafür verantwortlich war. Denn es gibt Länder in Europa, da ist die Polio-Impfung nicht so verbreitet wie hier zum Beispiel in Skandinavischen oder in England. Da wird das viel gleichgültiger gehandelt. Wir haben also hier ein klassisches Beispiel für eine erregerfixierte Angelegenheit, hinter der ein ganz anderes Problem steckt. Sie müssen sich vorstellen, dass im Zweiten Weltkrieg zuletzt enorme Mengen an Chemie, von chemischen Giftstoffen zur Verfügung stand. Unter anderem DDT. Und da hat man überlegt, was macht man damit? Und dann wurden im Radio Werbung ausgesprochen, es im Haushalt zu verwenden. Dann wurde also die Küche damit desinfiziert. Und die Folge war, dass wieder Polio ausbrach. Da, wo das nicht gemacht wurde, es war ja nicht in allen Bundesstaaten erlaubt, gab es keine Polio. Es ist immer einfacher, auf solche Lösungsmodelle auszuweichen, als sich an der eigenen Nase zu fassen und hier eine Entgiftungsaktion zu starten. Das passiert nur, wenn die Dinge wirklich zum Himmel stinken. Und der Potenzierungseffekt sagt uns, dass wir viel früher schon Probleme haben. Ich habe Ihnen aber nur vorgestellt, diesen Potenzierungseffekt, um darauf hinzuweisen, dass die Impfung den eklatantesten Faktor dabei sind, ausmachen, weil es gespritzt wird. Ein Handy ist auch in dem Verruf, Sie zu schädigen, aber ein Handy können Sie vom Ohr entfernen und die Energie nimmt um das Quadrat der Entfernung ab. Sie können es auf Lautsprecher stellen
Aber am Ohr macht das auf lange Sicht, besonders wenn im Kinderalter angefangen wird, Tumore. Das ist bekannt. Besonders hier in Österreich gab es ja ein Verbot für Jugendliche, ne? Bis 15. Zumindest die Ärzte haben es ausgesprochen. Hat sie nicht durchgesetzt. Naja, weil das ist die Zukunft der Handynutzer. Gut, haben wir alle? Weil das vorhin angesprochen wurde, möchte ich keine Frage stellen, sondern eine Kinderarztempfehlung aussprechen, weil ja doch einige Salzburger hier sitzen und einige Eltern. Das ist der Dr. Johannes von Lorenz in Mondsee. Wir haben 4 Monate alte Zwillingsbuben. Und er sagt zwar, er darf offiziell nicht von einer Impfung abraten, aber drückt einem ein Buch in die Hand, das heißt Impfen pro und contra. Ich habe es zwar nicht gelesen, weil ich mir vorher schon sicher war, dass die Kleinen nicht geimpft werden, aber er steht dem Thema sehr offen gegenüber und wir haben jetzt auch vereinbart, dass wir sie nicht impfen. Also Dr. Johannes von Lorenz in Mondsee ist auch ein Neonatologe. Ja. Okay, danke. Gut so. Ja, dann sage ich vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir machen eine kurze Pause.